Unser erster Gast ist eine Wahnsinnsfrau. Power ohne Ende, vor der Kamera, hinter der Kamera, auf der Bühne, am Mikrofon. Sie ist wirklich unverkennbar. Die Stimme, die roten Lippen, das tolle Auftreten. Angelika Milster ist bei uns. Wie du guckst. Ich bin erwartungsfreudig. Ich habe ja so ein paar Fragen bekommen, ein paar Fragen überlegt. Das ist ja wirklich erstaunlich. Du bist seit über 50 Jahren auf der Bühne. Ja. Und es heißt, du hast wirklich immer noch Lampenfieber. Wie verrückt. Das glaubt kein Mensch. Die denken immer, das geht vorbei. Nein, du stehst nachher irgendwann mal nach dem ersten, zweiten Erfolg einfach unter einem Erfüllungszwang. Wo ich denke, du musst das jetzt ganz toll machen und du musst dranbleiben. Und das ist es vielleicht. Und vor allem ist es auch wahrscheinlich, und das ist meine Antwort darauf, ist es der Respekt, den man vor diesem Beruf hat. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich gucke mich. Ja, bitte. Ja, und du, Job, Urlaub, machst du immer noch Animation? Na, sehe ich so aus? Nee, siehst eher aus wie so eine Pauschal-Else. Ich bin jetzt bei Top Touristik, oberstes Management, eine Menge Nerven, aber auch eine Menge Kohle. Ach, noch mal die Ruhe vor dem großen Sturm genießen. Schön für dich behalten, wir übernehmen den ganzen Laden hier. Ihr macht was? Ganz ausgefuchster Deal. Und ich habe mitverhandelt. Du nimmst meinem Sohn gar nichts weg. Björn Wenger ist dein Sohn? Ach, das wusstest du gar nicht. Nein, wusste ich nicht. Woher auch? Das hat sein Vater mir wohl nie erzählt. Ah! Vicky, das ist doch alles Schnee von gestern. Alles okay? Ja, meine Schuld. Ich liebe Männer mit Uniform und breiten Schultern. Ich bin Ruth, die neue Fitnesstrainerin. Wo ist das Fitnessstudio? Da müssen Sie einfach durch die Lobby. Ja, einfach nur die Richtung, das genügt. Gelegt. Ich bin auch nur Gast hier. Aber ich sage Ihnen nicht das Zimmer. Na, Bro, bist du auf den Delfin reingefallen, hä? Naja, aber hey. Auf alten Schiffen lernt man segeln. Weitermachen. Was kann ich Ihnen denn Gutes tun? Was können Sie mir denn anbieten? Also wir haben zum Beispiel diverse Kaffeespezialitäten, also Espresso Macchiato, Latte Macchiato, Cappuccino, Americano, alles natürlich auch mit Pflanzenmilch-Varianten, Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch. Also ich vielleicht wie jemand aus, dem man die Kaffeekarte vorlesen muss? Hm? Nein. Wie wär's dann mit einem Aperitif? Als ich fragte, was Sie im Angebot haben, habe ich vielleicht gar nicht an Getränke gedacht. Ich habe Sie nur auf den Arm genommen. Ich könnte Ihre Großmutter sein. Ja, war gut. Bin ich aber nicht.